Mahlzeit. Na? Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein paar interessante Informationen. Wir sind mit der Echo noch nicht ganz durch. Dazu kommen wir aber später. Dazu haben wir noch eine hübsche 35 Meter Katastrophen-Totholzeiche. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Intro und dann starten wir durch. Und schon sind wir am Baum. Und der Henny sagt guten Morgen. Sagt er das? Sagt er? Weiß ich nicht. Sagt guten er? Morgen. Danny schleppt noch ein bisschen. Die Jungs haben eigentlich total die Beschäftigung hier unten. Weil es sind genügend Spielgeräte da. Wird nicht an der Rutsche, nicht an dem Klettergerüst und die ganzen anderen schönen Sachen liegen. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Also wir sind gespannt. Auf keinen Fall. So, also hier haben wir einen schönen Schinken von Eiche. Genau darunter haben wir auch ein schönes Spielgerät mit Seilbahn und so. Und das muss erstmal getestet werden. Der schnellste Weg, um an seine Arbeitsmaterialien zu kommen. Erstmal nicht. Danny versucht jetzt Henny wegzukicken. Ich warte erstmal, bis er wieder in Position ist. Guck, bevor er schießen möchte. Dadurch, dass das Ding so laut ist, hört er mich ja kommen. Nein, das hörst du da nicht. Kann ich mich ja drauf einstellen. Und ich werde viel, viel früher abgebremst. Das ist doch scheiße. Er muss abspringen dann. Schwung mitnehmen. Schwung kriege ich ja jetzt. Wie gern würde ich mir jetzt einen Pool da hinten wünschen. Na, so warm ist er nur noch nicht. Nee, nicht wegen der Wärme, sondern. Ach so. Abspringen. Ja, das würde helfen. Na los. Zeig's ihm. Henny ist total beeindruckt. Ah, sehr gut gerade, ja. Noch so, solange es geht. Der ist wirklich immer tierisch nervig. Da ist nicht mehr mit Springen dann. Nur noch Schleichen.
Und während ich jetzt so fleißig in der Eiche rumkrauche, können wir ja nebenbei gleich noch ein anderes Thema klären. Ich wurde schon öfter mal angeschrieben, dass es hieß, naja, wenn man Leuten das erklärt, wegen dem vielen Laub und so weiter auf ihren Grundstücken, ist doch klar, dass die die Bäume weg haben wollen. Wie ich denn dazu stehe, das habe ich ja schon öfter mal geäußert. Und jetzt kam es, wie ist es denn bei dir? Kannst du das denn nachvollziehen, wenn die Leute das Laub und alles weghaben wollen? Wie sieht es denn bei dir im Garten aus? Ich würde sagen, das zeige ich euch einfach kurz mal. Und dann wisst ihr, ob wir auch mit dem Laub Probleme haben. Aber ich kann euch gleich sagen, es nervt uns nicht. Wir haben sowohl Sonnenplätze als auch Schattenplätze. Wir haben im Moment aktuell 13 Bäume. 3 mussten in den letzten Jahren fallen, unter anderem eine Kiefer und eine Birke. Haben jetzt aber dafür schon eine Kiefer, eine Birke, nee, eine Eiche haben wir nachgepflanzt, eine Weide haben wir noch nachgepflanzt und eine Rotbuche haben wir noch nachgepflanzt, genau. Die werden hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch fleißig treiben. Aber wir haben trotzdem noch 13 Altbäume im Bestand und freuen uns darüber auch. Ich zeige es euch einfach mal, dass ihr seht, wie es bei uns aussieht. Einfach, dass ihr seht, wir reden nicht nur, sondern wir mögen die Natur auch. Ich denke, unser Garten, der gibt das auch wieder. Schaut es euch an, danach geht's weiter in der Eiche. Ja.
dann lasse ich mich von dem jetzt hier, deswegen hätte ich schon Umlenkung eingebaut, lasse ich mich von dem direkt drauf abfissen. Ja, ich wollte nur wissen, ob du den meinst hier. Ah, alles klar, ja, sehen. Oh. Ah, noch recht. Ich wollte mal kicken. Und mit dem da drüber kann ich ja hier ein bisschen nutzen. Bleib mal da. Unter dir, da liegt so ein Toter drin auf dem Dicken, der genau wo die Stangen sie jetzt fast gehen könnte. Halle mal. Thank you.
Eiche ist ja schick. So sieht es übrigens aus, wenn du in so einem großen Baum drin hängst. 70 Meter Seil quasi fast zu Ende. Was sind hier jetzt noch? 4 Meter vielleicht, die hier noch liegen. Obwohl wir eigentlich einen ziemlich direkten Seilweg haben. Also ich bin jetzt hier ziemlich direkt runtergekommen. So, jetzt habe ich mal richtig Knast. 11.30 Uhr. Und ich habe Knast wie Sau. Ich glaube, die anderen hoch. So, haben wir uns jetzt mal schön voll gefressen. Heute ist dann schön Mittagsfeierabend. Wunderbar. Ja, klingt ja soweit ganz gut, das Bäumchen. Ist natürlich ein bisschen nervig. Du musst viele Umlenkungen einbauen, wenn du so einen fetten Brocken hast, dass du halt, du musstest da wirklich in die letzten Zippel raus. Ne? Der Totholz, ihr habt bis in die Spitzen. Also, du hast auch deutlich gemerkt, das war ja ein öffentlicher Baum, dass die Firma vorher nur mit der Bühne dran war. Und so weit, wie sie gekommen sind, sind sie gekommen. Der Rest ist die letzten Jahre voll vernachlässigt worden. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu zwei ganz anderen Themen. Thema 1, Echo. Ein Echo-Händler hat mich ja nach unseren Videos angeschrieben und gesagt, ja, soweit alles richtig, auch mit den Ketten. Da haben wir selber schon gesagt, das ist nicht so ganz in Ordnung. Ich habe da aber eine Idee. Man muss dazu sagen, dass der auch, also nennt sich Premium Motorsägen-Zubehör. Die haben halt auch alle möglichen Zubehörteile, alles was so im höheren Segment ist, Schienenketten etc. pp. Und der schickt mir jetzt eine Pantherschiene mit entsprechender Kette dazu und die Echo nochmal. Heißt also, wir haben nochmal einen Test und können jetzt natürlich dann mal gleich langfristig gucken, wie die sich da bewähren wird. Das wird mal sehr interessant. Dann haben wir nämlich mal alle drei Sägen in einem langfristigen Test, um mal schauen zu können, was ist da los? Ah, guck mal an, die Mutti. Mal einkaufen. Ist da? Die ganze Familie trifft man hier. Fährt man eben mal durchs Dorf. Ich muss erst mal sagen, mega Respekt. Finde ich eine sehr coole Aktion. Das Echo, also ich weiß ja nicht, ob es jetzt von Echo ausgegangen ist oder ob der Händler da Eigeninitiative ergriffen hat. Jedenfalls dazu sagen, Jungs, das können wir besser. Das ist ja wie ein Ansporn. Das finde ich total geil. Dass denn der Händler sagt oder Echo selber, okay, wir können es aber besser. Wir zeigen dir das. Und das ist einfach schon, das ist schon eine mega geile Nummer, gleich schon ein Pluspunkt vorweg. Finde ich sehr cool, weil letzten Endes ist der Händler nämlich mit das Entscheidende, wie ein Produkt sich am Markt etablieren kann und was es bringt. Denn wenn der Händler nichts taugt, dann taugt doch das ganze Produkt nicht, weil wenn denn was ist, dann muss es ja auch funktionieren, ne? Dass das alles gleiche Tausch wird etc. pp. Also ist schon eine ganz wichtige Nummer. Freut mich sehr, wird nächste Woche kommen das Ding und dann kann es weitergehen und dann können wir da mal langfristig sehen, wie die sich etablieren kann. Ja, jetzt muss ich mich noch um ein paar andere Sachen kümmern. Ich muss mal schauen, wer. Ich war auf der MQ Range gewesen und habe mir ein paar Baumschäden angesehen. Die MQ Range, wer unsere Videos regelmäßig verfolgt, wird es gesehen haben. Das ist da, wo wir essen waren mit Jakob und Alex, als die uns besucht hatten. Und da findet ja immer diese schöne Barbecue statt. Das ist total geil. Ja, das ist wirklich eine der schönsten Ranchen, die ich kenne. Gut, ich kenne noch nicht so viel vom abgesehen, aber der gibt sich mega Mühe. Die Bäume, die da sind, das war damals eigentlich alles nur flaches Feld. Das hat er alles selbst angerichtet, der hat die ganzen Bäume gepflanzt. Und jetzt haben natürlich wir in Kiefern ordentlich Probleme. Aber gar nicht in der Richtung, wo ich erst dachte, als er mich anrief, dass die da alle braun werden. Und ja, es war Tatsache Staunässe gewesen. Ne? Er hat ja das Ganze schön in so einem Steingarten drin. Und die ganzen Nadeln, die sich mittlerweile so gesammelt haben und die ständige Feuchtigkeit, die jeden Tag wieder dazu kommt, die ist schon richtig den Stamm hochgekrabbelt. Also wir hatten da jetzt schon so eine 10 cm dicke Schicht mit Wasser. Und das ist dann natürlich nicht so gut. Da hat er jetzt aber auch gleich was gegen getan. Heißt also, er hat jetzt so unmittelbar angefangen, die ganze Bewässerungsanlage
zu demontieren und genau andersrum zu bauen, dass die also nicht permanent die Kiefern mit einwässern, sondern dass erstmal nur der Rasen gewässert wird. Hab gesagt, da soll er jetzt jeden Tag einfach also erstmal abtrocknen lassen, natürlich. Er hatte doch alles schon abgebaut da ringsrum, dass das jetzt erstmal schön abtrocknen kann. Und bei Trockenheit jeden Tag 10 Liter aufheben. Das sind ja so eine hübschen kleinen Bonsais. Die reicht dann auch vollkommen aus. Ja, soviel zu dem Thema. Beim letzten Video kam ja noch die Frage, weil wir ja denn da diese Hanggeschichte abgebrochen haben, ob wir dann eine Seilbahn bauen können. Ja, schön wert. Ich habe mir schon mal ein paar Sachen überlegt, aber die Bedingungen sind echt so beschissen. Das werdet ihr ja dann sehen, das werden wir mit Sicherheit filmen. Ja, das wird nicht so lustig. Speziell halt durch die ganzen untergewachsenen Bäume, die ja erhalten bleiben sollen. Ne? Macht ja keinen Sinn, die jetzt zu crashen. Dadurch hast du halt nicht den freien Weg. Aber gut, wir werden mal schauen. Wir werden uns was einfallen lassen. Es wird auf jeden Fall speziell für das Bodenteam nicht ganz so witzig werden. Aber egal, müssen wir durch. Muss ja erledigt sein. Gut, das war dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns dann am Mittwoch. Ja, am Mittwoch wieder. Bis dahin, bye bye. Kommt gut durch die Woche und lasst euch nicht ärgern. Waren Sie auch fleißig? Ja. Waren Sie auch fleißig? Ja.